Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Da vorne sind ein paar Banditen, die ich jetzt loswerden will. Jetzt bist du dran. So. Gehen wir mal ein bisschen jetzt weiter weg. Super, wie das hier alles rumfällt. So, der erste, komm. Ah, die kommen lieber doch zu dritt. Alter. Okay, das wird so nicht laufen. Auf die Art. Gut, dann lassen wir die mal erst einmal in Ruhe. Kümmern wir uns erstmal um die Dodos. Komm, so. Und den anderen Dodo auch noch. Komm, Dodo. So. Da haben wir noch Drachenwurzel. Nice. Und Dunkelpilz. So, gibt wieder einen Stärkebonus. Wir müssen mehr Drachenwurzel hier finden. Drachenwurzel, die sind heftig, wie... Also... Die geben ja ordentlich Stärke. Immer in solchen Baumstümpfen war das, glaube ich, oder? Oder sind die selten? Dass man die nur mal mit etwas Glück findet. Bauer... Bauer... Bauer, Bauer. Aber okay, wir sind jetzt in einem anderen Hof. Gibt es hier noch irgendwas zum Looten? Oder sonst gar nichts. Hier ist auch niemand gerade. Wir können uns aber hier hinsetzen. Ist das hier überhaupt Bengas Hof? Benga. Hey. Du bist der Bauer hier? Du bist der Bauer hier? Könnte man so sagen, doch eigentlich bin ich nur der Pächter. Dem Großbauern gehört das ganze Land hier. Mhm. Wovon lebt ihr? Was hältst du von Ona? Ich soll mich mit eurer Miliz... Ich soll mich um euer Milizproblem kümmern. Ich soll mich um euer Milizproblem kümmern. Ich dachte schon, es würde niemand mehr kommen. Hab Ona schon vor Tagen Bescheid gesagt. Wozu bezahle ich eigentlich meine Pacht? Die Mistkerle kommen bei uns jede Woche einmal vorbei und kassieren die Abgabe für die Stadt. Mhm. Es trifft sich gut, dass du gerade jetzt kommst. Das ist normalerweise immer ihre Zeit. Sie müssten eigentlich jeden Moment hier sein. Oh, ich habe Angst jetzt. Die Miliz soll ruhig kommen, mit denen werde ich schon fertig. Die Miliz soll ruhig kommen, mit denen werde ich schon fertig. Da bin ich ja mal gespannt. Da vorne kommen sie nämlich schon. Hab ich's dir doch gesagt. Na dann viel Glück. Zeig's ihnen. Einmal kurz speichern. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht helfen. Steck die Waffe weg. So, okay, quatschen wir erstmal mit denen. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wenn du reden willst, rede mit Rumbold. Ich bin nur hier, falls jemand Ärger macht. Mhm. Okay. Sieh mal einer an. So eine Witzfigur. Was hast du hier zu suchen, hä? Du bist doch einer von diesen dreckigen Söldnern. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Ich will, dass ihr hier verschwindet. Ich will, dass ihr hier verschwindet. So, so. Du willst also, dass wir verschwinden. Was passiert denn, wenn wir nicht gehen, hä? Dann habt ihr zum letzten Mal den Bauern belästigt. Erzähl dir doch nichts Neues. Dann habt ihr zum letzten Mal den Bauern belästigt. Du nimmst dein Maul ganz schön voll, Schwachkopf. Er musste es ja besser wissen. Mein Gott! Alter, okay. Die hauen sich komm. Den so. Und jetzt den da noch. Nein! Ah, nein! Okay, das müssen wir besser machen.
Das mussten wir besser machen, ne? Sieh mal einer, du bist... Meine so. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Ich weiß gar nicht, du bist ein... Man noch glauben kann. Okay. Das gibt's ja nur noch mehr. Nein! Mein Gott! Alter! Kann ich vielleicht einmal auf die Armbrust wechseln und die... Wir sprechen uns noch! Ja, komm. Ah. Ja. Ah, hör auf! Hör. Mein Gott! Alter! Manchmal, wenn ich nach links oder rechts bewegen will, schlägt er lieber. Ich verstehe das nicht. Sieh mal ein. So. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihn auch nicht. Nein, noch, zieh doch mal die Waffe. Lass uns mal. Mein Gott. Warum zieht er nicht die Waffe? Er musste es ja besser wissen. Mein Gott, ein Kampf. Hör auf! Alter, die Kampfsteuerung, die ist manchmal wirklich so beschissen. Weil der auch öfters mal einfach... Steck die Waffe weg! Jetzt kannst du was erleben! So, komm. Steck die Waffe weg. Na, du bist jetzt der Nächste. Jetzt kannst du was erleben. So. Oh, großes Breitschwert. Das habe ich noch gehört. Das nehmen wir alles mit. Und das nehmen wir auch noch alles mit. Das ist eine schlimme Sache. Großes Breitschwert. Einhandwaffe. Okay, Stade. Sind die jetzt tot oder? Ich hätte das nicht gemacht. Da kannst du eh nichts machen. So. Euer Milizproblem ist Vergangenheit. Euer Milizproblem ist Vergangenheit. Nicht übel. Vielleicht bleibt am Ende des Monats jetzt ja auch mal was übrig. Danke. So, wovon lebt er eigentlich? Oder was hältst du von Ona? Was hältst du von Ona? Er ist ein gieriger Sack, der uns noch alle an den Galgen bringen wird. Irgendwann kommen die Paladiner aus der Stadt und lassen uns kleine Bauern für das, was er hier abzieht, bluten. Aber ich habe keine Wahl. Die Milizen kommen nur hierher, um zu kassieren und nicht, um den Hof zu verteidigen. Wenn ich mich loyal zur Stadt verhalten würde, könnte ich selber zusehen, wie ich klarkomme. Ona schickt zumindest ab und zu mal Söldner, um nach dem Rechten zu sehen. Mhm. Was hast du gegen die Königstruppen? Was hast du gegen die Königstruppen? Liegt doch auf der Hand. Es hat überhaupt keine Verbesserung gebracht, dass die Paladine jetzt in der Stadt sind. Ganz im Gegenteil. Jetzt kommen diese verfluchten Milizen nur noch häufiger auf unser Land und rauben, was das Zeug hält. Und die Paladine machen nichts dagegen. Die einzigen Paladine, die ich je gesehen habe, sind die beiden Wachen vor dem Pass. Die würden sich keinen Meter da wegbewegen, auch wenn die Miliz uns alle abschlachten würde. Mhm. Der Pass? Der Pass? Ja, der Pass ins alte Minental bei den Wasserfällen am anderen Ende des Weidenplateaus. Frag mal Malak danach. Er ist die letzte Woche ein paar Mal da gewesen. Ah, okay. Und wovon lebt ihr? Wovon lebt ihr? Hauptsächlich von der Jagd und vom Holz, das wir fällen. Natürlich züchten wir auch Schafe und betreiben Ackerbau. Ich muss ja auch die ganzen Tagelöhner, die Ona mir aufhalst, beschäftigen. Die wenigsten sind gute Jäger, verstehst du? Mhm. Ist dir in letzter Zeit was Merkwürdiges widerfahren? Ist dir in letzter Zeit etwas Merkwürdiges passiert? Hier passieren eine Menge merkwürdiger Dinge. Aber das Seltsamste ist wohl Pardos rätselhaftes Verschwinden. Er ist noch einer meiner Feldarbeiter und nicht der Typ, der einfach über Nacht alles hinwirft und sich aus dem Staub macht, verstehst du? Was genau ist mit seinem Verschwinden so merkwürdig? Was genau ist an seinem Verschwinden so merkwürdig?
Bardus ist ein sehr ängstlicher Kerl und hat sich niemals weiter als bis zu den Grenzen meiner Felder vom Hof entfernt. Er hat schon die Beine in die Hand genommen, wenn ihm eine Fleischschwanze über den Weg gekrabbelt kam. Die Biester sind zwar nicht besonders schön, aber gefährlich sind sie nun wirklich nicht. Es soll ja Leute geben, die sie essen. Widerlich. Man gewöhnt sich dran. Okay, vielleicht hat er einfach die Schnauze voll. Die Feldarbeit war sein Ein und Alles. Schwer vorzustellen, dass er jetzt bei einem anderen Bauern arbeitet. Bei mir konnte er machen, was er wollte. Irgendeinen Anhaltspunkt? Ich glaube ja, dass ihn die Banditen verschleppt haben. Die streunen schon seit Tagen hier in der Gegend herum. Einmal habe ich gesehen, wie sie einen Bürger der Stadt in ihr Lager gezerrt haben. Sah so aus, als ob sie ihn versklaven wollten. Wo ist das Lager der Banditen? Am Ende meiner Felder führt eine Treppe hinunter in einen kleinen Talkessel. Dort haben sie sich niedergelassen. Ich würde dort ja gerne nach Pardos suchen, aber ich werde mich ganz sicher nicht mit den Kerlen anlegen. An deiner Stelle würde ich auch einen großen Bogen darum machen. Die kennen keinen Spaß. Ich bin auch einer von denen. Okay, du unterhältst Tagelöhner? Die Arbeiter, die Ona nicht gebrauchen kann, wirft er von seinem Hof. Er schickt sie dann zu mir. Ich ernähre sie und sie arbeiten hier für mich. Balthasar, der Schafhirte, darf nicht auf deine Weide. Ach so, die Geschichte. Ich habe ihm erzählt, Sekob soll mir Geld bezahlen, wenn er die Schafe auf meine Weide führt. Wenn ich ehrlich bin, ist das nur Schikane. Ich kann Balthasar einfach nicht leiden. Okay. So, warte mal. Mekko oder hieß... Einer hieß so irgendwie Mekko oder sowas. Bauer. Ist das Mekko? Oder heißt er auch Bauer? Malak. Genau, Malak. Alles klar? Sicher? Was machst du hier? Ich bin nur Schafhirte. Es ist nicht gerade eine Arbeit, bei der ich mich kaputt mache. Aber zuweilen muss man ganz schön aufpassen. Erst recht, wenn man dem Pass zu nahe kommt. Was weißt du über den Pass? Nicht viel. Nur, dass er zum alten Minental führt, das bis vor ein paar Wochen noch von der Barriere umschlossen war. Damals war die monatliche Karawane, die alle möglichen Güter ins Minental brachte, das Einzige, was wir Bauern zu fürchten hatten. Diese Halsabschneider haben uns hier draußen oftmals ganz schön zugesetzt. Wo finde ich den Pass ins alte Minental? In der Nähe der beiden Wasserfälle. Auf der anderen Seite des Weidenplateaus. Was erzählt man sich über das Minental? Alles Mögliche. Nachts wollen einige der Jungs Schreie von dort gehört haben. Manche haben seltsame Lichter über den Bergen gesehen. Aber wenn du mich fragst, sind das alles Ammenmärchen. Warst du schon mal im Minental? Nein, ich bin nur ab und zu in der Nähe des Passes. Ich sehe dann immer diese beiden Paladine da herumstehen und Wache halten. Es sieht so aus, als ob sie darauf aufpassen, dass nichts aus dem Tal mehr herauskommt. Damals war das Minental ein natürliches Gefängnis. Bist du einmal reingegangen, kamst du nicht wieder raus. Ich sehe hier gar keine Frauen. Das hast du richtig beobachtet. Das ist sozusagen ein Männerhof. Funktioniert ganz gut, denke ich. Okay. Erzähl mir mehr über die Paladine. Seit wann stehen sie da? Ich schätze mal 1 bis 2 Wochen. Ganz genau weiß ich das nicht. Vor einiger Zeit ist sogar ein ganzer Trupp von ihnen im Pass verschwunden. Seither habe ich sie nicht wieder gesehen. Überarbeite dich nicht. Ich werde mich bemühen. Okay. Was gibt's denn noch hier? Hier ist ja der Weg. Wir sind... Warte mal, ist das da der... Ja, hier, das ist der... Wir wollen aber erstmal die Rüstung holen von die. Die bessere. Die müssten wir uns jetzt aber verdient haben auch. Das da ist aber der... Der sagt, hier führt das ja zum Minental. Das hier das ist. Boah, wir müssen dann da gleich hin.
und Gorn rausholen und Diego und Milton. Die hängen da ja alle noch fest. Die müssen wir noch rausholen. Und wer noch alles da von unseren Jungs festhängt. Mädels sind ja kaum da gewesen, oder? Außer die versklavten Frauen. So, die kümmern wir uns gleich. Sobald wir die bessere Rüstung haben, kümmern wir uns um die. Da sind wieder ein paar Pflanzen. Lauflieder. Oh, Feuernessel. Und hier war auch noch eine. Heilpflanze, ja. Noch eine Heilpflanze. So, dann erstmal zu Lee. Beziehungsweise erst zu Torlauf, dann zu Lee. Wir haben ja die Quest erfüllt. Mit der Miliz. Hatten ja nur ein paar Tote gestorben. So, da sind jetzt aber keine neuen drin, oder? Ne, nur da hinten die. Die komischerweise immer wieder respawnen. Schon vorher klar. So, da vorne ist Torlauf. Das will doch keiner mehr. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. So, Torlauf. Ich habe mich um Bengas Milizproblem gekümmert. Hast du auch dafür gesorgt, dass sie morgen nicht wieder bei ihm auf der Matte stehen? Das dürfte ihnen sehr schwer fallen. Gut gemacht. Wenn ich was Neues habe, sage ich dir Bescheid. Jo, alles klar. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Also, dann hier können wir nochmal. Das haben wir natürlich doch noch gekriegt. Mit Lee quatschen. Bezüglich meiner Rüstung. Wie sieht es mit einer besseren Rüstung aus? Du hast deinen Auftrag erfüllt. Ich habe hier eine bessere Rüstung für dich. Das heißt, wenn du das nötige Kleingeld hast. Okay, wie viel? 1000 Gold. Gib mir die Rüstung. Hier hast du sie. Eine gute Rüstung. Das hat er wirklich nicht verdient. Jo, danke schön. Kann ich noch eine bessere von ihm kriegen? Nö. Okay, nice. Dann haben wir jetzt diese. Dann können wir die alte verkaufen, ne? Warte, wie viel Geld haben wir noch? 647. Aber dann können wir hier... Da muss man mal ganz... Noch ein paar andere Sachen. Eben. So, komm. Nochmal. Oh, also ich hab nichts mehr. Womit denn? Ah, okay. Dann brauche ich einen Amboss. Bennett, einmal aus dem Weg. Oder komm, wir quatschen mal mit Bennett. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Alter, nochmal zwei. Wo kriegt er die immer wieder her? So, die geben wir ab. Was können wir noch? Hier, leichte Söldnerrüstung. Nur 75? Ernsthaft, so wenig wert ist die? Man darf halt nicht alles glauben, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. So. Meinst du, mir geht es besser? So, gewöhnliche Waffe schmieden und Edelschwert. Dann nochmal. Können wir noch mal ein bisschen Geld verdienen gehen bei Hada? Ist das dein Ernst? Ja, egal, dann gehen wir mal zu Hada. Ja, kann noch ein bisschen dauern, bis wir da sind, aber dann können wir da immer ein bisschen Geld verdienen gehen. Wie viel haben wir jetzt? Noch drei haben wir. Ich hoffe, der gibt mir die Zeit, um die drei fertig zu machen.
Warte, wie viel können wir jetzt aushalten? Plus vor Waffen 50 und geschossen auch 50. Nice. Das ist geil. Wie viel fehlt mir jetzt? Ja, 1300 noch für die nächste Stufe. Dass wir nochmal dann auf Stärke gehen. Oder wir gehen nochmal auf zwei Hand. Meinst du, mir geht es besser? So, dann ist die Frage, wenn wir nicht gekommen wären, wann kriegen wir die schwere Söldnerrüstung? Das würde ich gerne wissen. Die schwere Söldnerrüstung wäre jetzt super. Warte mal, wie sieht denn eigentlich jetzt die aus? Okay, sieht eigentlich auch schon nice aus. Aber mir fehlen die Farben Schwarz und Rot. Silber kommt ja drin vor. Nur wirklich die beiden anderen Farben fehlen mir. So, die Dose ist auch schon leer. Muss ich mir gleich mal eine neue holen. Dodos! Ja, Mann! Einer reicht. So, nice. Jetzt kommt der auch noch. Hey. Der haut aber ordentlich zu. Der war ein bisschen schwieriger. Aber gut. Na, da wollen wir noch nicht. Da gehen wir ein andermal hin. Jetzt müssen wir erstmal uns vorbereiten hier für das Minental. Müssen wir uns eigentlich, wir müssen eigentlich mal schauen, ob wir stark genug auch sind und vielleicht für die Varan oder so oder ein paar andere stärkere Gegner. Dann müssen wir eigentlich zwei Hände mehr trainieren und brauchen dringend bessere, wir brauchen dringend zwei Hände Schwert. Das ist wichtig, das ist das Wichtigste jetzt erstmal. So, aber dann können wir jetzt bei Harad erstmal verkaufen. 7 selbstgemachte Schwerter. Wo sind denn die jetzt eigentlich? Die sind hier Edelschwert. Wo? Wo ist das Viech? Da. Komm und ja. Nice. Dann haben wir den doch noch erwischt. So, was mit denen? Da lasst uns immer noch durch, ja? Was, wenn wir den mal anquatschen? Ich speichere einmal. So, ich habe mir überlegt, ich zahle dir die 10. Nee. Die 10 Goldmünzen ist er mir nicht wert. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das habe ich schon wieder gesagt. Wo ist Harad? Da sage ich schon. Ich merke schon, ich bin müde. Ich muss auch langsam bald ins Bett. Ja, und das Ding, der Amboss ist, steht frei. Hey. Nein, nein, weg, weg. Amboss, 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 Amboss. Zu weit entfernt. So.
Harad, nein. Geh weg, Harad. Geh weg. Hier bin ich jetzt beschäftigt. Ist nicht dein Ernst. Das steht da jetzt die ganze Zeit, bis ich damit durch bin. Lass doch woanders hingehen. Ah, da bleibt er die ganze Zeit stehen. Weg mit der Waffe! Du bist ja gar nicht. Nein! Da bist du ja wieder. So, okay, komm, meine geschmiedeten Waffen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. 1500. So, jetzt will ich ja. Ja, komm. Gewöhnliche Waffe schmieden. Edelschwert. Kann ich das jetzt auch noch verkaufen? Hey. Da bist du ja wieder. So, meine geschmiedete Waffe. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Nice. Okay, da kann ich jetzt nichts bei ihm kaufen, ne? Nicht mal Rohmaterialien. Aber der ist auch immer im Weg, wenn ich schmieden will. Komm, wir pennen jetzt auch noch einmal. So. Sind wir jetzt wieder bei voller Gesundheit. Dass ihm aber es egal ist, dass ich jetzt hier in Söldnerkleidung rumlaufe, finde ich schon interessant. So, hey. Jetzt können wir rein. Quatschen. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte. So, dann haben wir hier auch noch bestimmt ein paar Sachen, die wir jetzt nicht brauchen. Die braucht man noch. Ach, wir haben noch einen. Okay, dann haben wir noch mal was zum Verkaufen. Bist du ja wieder. So. Ich will meine Geschmiede. Gut. So. Nice. Also jetzt haben wir den nicht mehr. Was haben wir jetzt eigentlich noch alles offen? Das Krautpaket hätten wir noch. Beweise. Der hungrige Jäger. Die verbotene Weide. So, wenn ich Bengel überzeugen will, dass er Balthasar wieder auf seine Weide lässt, werde ich etwas für ihn tun müssen. Die Gelegenheit wird sich sicherlich noch ergeben. Wir haben noch so viele Quests hier offen. Warte mal, die Vermissten. Da haben wir jetzt auch noch was Neues bekommen, oder? Der Bauer Bengar vermisst seinen Feldarbeiter Pardos. Fernandos Geschäfte. Okay, das heißt dann, ab der nächsten Folge müssen wir uns mal darum kümmern, dass wir noch mal ein bisschen skillen, bevor wir ins Minental gehen, damit wir stärker werden. Und das heißt, noch mal ein paar Gegner suchen. Da hinten in der einen Höhle waren ja noch ein paar Banditen, meine ich. Jetzt müssen wir gegen die besser klarkommen. Wir können auch schauen, ob wir oben am Leuchtturm mal ein bisschen besser klarkommen. Und an der Brücke, ob wir da die Jungs und Mädels, wohl eher mehr Jungs, die Banditen, besiegen können. Können aber auch eher gucken, ob hier irgendwie auch wieder was gerespawnt ist. An Gegnern. Ob es nun Ratten sind. Oder Meyerlurks. Ah, nicht Meyerlurks. Mole Rats. Meyerlurks war ja Fallout. So. Hier ist aber nichts mehr, ne? Keine Gegner. Außer hier die eine Höhle, die irgendwo versteckt war. Da. So, dann... Ah, da vorne sind auch nochmal. Gut, aber jetzt gehen wir mal da rein eben. Komm. Ich mach dich fertig. Komm.
Komm, mach den doch fertig. Nein! Ah, und jetzt auch noch die Ratten. Okay. Gut, dann würde ich sagen, hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.